Was soll ich sagen? Da war mein Rechner einfach der Meinung und sagt, nö, keine Lust mehr. Und hat den Dienst versagt. Aber ich bin dabei, alles wieder hochzufahren. Dauert aber noch einen kleinen Moment. Ich bin aber zumindest schon mal wieder hier auf den Stream gekommen, um euch Heiko, komm mal da, wer ist zumindest denn das? zu sagen, ich bin da, es geht Bitte sprechen weiter, Sie mir bitte hoffe Deutsch. ich. Weil ich kann im Moment noch nicht so genau sagen, wo das Problem lag. Ich will nicht ausschließen, dass das eventuell was mit der Ukraine da zu tun hat. Werden wir gleich sehen. Denn wir stehen da und da soll es dann auch weitergehen. So, ich muss ja wie gesagt noch Adresse geben. So, das funktioniert auch wieder sehr schön. Wie gesagt, das geht jetzt hier alles so Stück für Stück. Gehen. Oh. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was jetzt passiert. Ich bin. Wie gesagt, das ist jetzt etwas mühselig. Ich muss die ganzen Programme erst wieder hochfahren. Ja, Toto, mir ist gerade beim Spielen Die der Verbindung komplette zum Rechner Server wurde abgeschmiert. hergestellt. Von daher bin ich jetzt dabei, alles neu hochzufahren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich war gerade auf dem Weg in die Ukraine. Ja, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das eventuell mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat. Ich fahre die ProMods 2.5.0, die heute rausgekommen sind. Und hatte jetzt von Polen aus einen kleinen Transport Richtung Ukraine. Und beim Grenzübergang in die Ukraine ist mir die Maschine abgestürzt. Also von daher ist nicht auszuschließen, dass das eventuell damit in Zusammenhang steht. Da gucken wir aber gleich mal. Denn das kriegen wir verhältnismäßig schnell. Ja, würde plausibel klingen. Andererseits wäre es sehr schade, weil das, was ich bisher so gesehen habe, was man da jetzt wieder eingebaut hat, fand ich schon wieder richtig gut. Ja, das weiß ich.
Dann gucken wir jetzt nämlich mal, was passiert. Ja, wie gesagt, es wäre sehr schade, wenn es fehlerhaft wäre, Toto. Keflavik, das Lass wäre uns dann loslegen. Island. So. Also fahren wir normal an die Grenzkontrolle. Genau da waren wir nämlich. Jetzt gucken wir. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Okay, dann hat er sich wahrscheinlich nur verrechnet, weil er hier noch nie war. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ukraine. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oblast, das gibt es in Russland auch, Den das heißt so viel links wie Region. Abbiegen. Biege nach links ab. Ja, es macht zumindest den Eindruck. Wollen wir mal gucken. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Uschorod, ein Volvo-Händler. Ein ukrainischer. Könnte gleich eine Garage kaufen.
Matti, alles auf dem Bildschirm. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich dachte Mikrofon. Ah, okay. Nimm diese Ausfahrt. Da hinten ist schon die nächste Grenze zu sehen, da käme man dann aus der Ukraine schon wieder raus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. So, den hätten wir auch. Sind wir sogar schon in der Ukraine, wo wir bisher noch nicht gewesen sind. Dann schauen wir mal. Auch noch was zum Erkunden gewesen. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Geht's raus, da geht's raus. Da würde es noch weitergehen. Miklos Kowel. Und da wäre man denn in Lublin. Aber wir gucken mal, was die Auftragslage so hergibt. Komm, den nehmen wir mit. Das sind 60 Euro pro Kilometer für ein paar Autos von Uschhorod nach Landsberg. Landsberg an der Warte muss das sein. Ja, ist es auch. Da fahren wir jetzt. Fertig zum Losfahren. Ach so, ich muss erst in die Einfahrt zurück. Sonst kann ich die Autos nämlich nicht an den Haken nehmen. Auf geht's.
Toto, bist du noch da? Los. Ich habe vorhin eine E-Mail bekommen. Ich glaube, du ahnst nicht von wem. Aber das machen wir mal außerhalb des Streams. Biege nach links ab. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Biege nach links ab. Nein, die hätte ich sofort ungelesen gelöscht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, genau. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, und für die Zuschauer vielleicht schon mal einen kleinen Hinweis. Wochenende steht vor der Tür. Morgen Abend geht's wieder gemütlich in den Wald oder in Wald und Flur, je nachdem. The Hunter, und welche Hunter-Version wir morgen in Angriff nehmen, wird sich kurzfristig entscheiden. Sollte ich ohne Begleitung unterwegs sein, werde ich sicherlich The Hunter Classic anspielen wieder. Da ist heute nämlich unter anderem auch ein Update gekommen. Und ansonsten sollten wir mehrere werden. Dann geht's wieder in The Hunter Call of the Wild. Und da schauen wir dann mal, wo uns ja der Freitagabend klassisch hintreibt. Nicht zu vergessen dann am Samstag ab 9.30 Uhr American Truck Simulator. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. 18 Rädern durch Amerika, natürlich auch den wieder. Demnächst rechts abbiegen. Der Blober Logistik, ihr wisst ja, Blober Logistik. Biege nach rechts in Ruhe ab. Ein Fahrer. Auch am Sonntag wird es wieder irgendetwas von mir geben. Auch hier ist im Moment völlig offen, ob wir auf den Acker gehen, ob wir LKW fahren, ob wir uns irgendwie, ob wir irgendwie versuchen, die Welt zu retten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder ob wir Pac-Man spielen oder was auch immer. Und ich sage es auch gerne nochmal, es ist die Zeit noch offen. Okay, Toto, dann weiß ich es von dir zumindest schon mal. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur für mich von der Planung her interessant, weil dann kann ich gegebenenfalls, wenn Jens und Matti vielleicht auch keinen Bock haben oder keine Zeit haben, schon von vornherein einplanen, dass ich dann Classic spiele. Arbeiten. Vor 8 eine Zauber. Ja, ich hab's gehört, Martin. Abbiegen.
Wie gesagt, ich bin keinem sauer, wenn das nicht funktioniert. Biege nach rechts ab. Ja, ich habe es eben gerade wieder gesehen und ich erwähne es gerade auch gerne nochmal. Ich finde es echt genial mit diesen Länderanzeigen im Navi. Das ist mir so noch nicht aufgefallen und ich bin mir nicht sicher, ob es im normalen ETS auch so eindeutig drin ist. Ist mir definitiv nicht aufgefallen. Ja, Kollege, hast du wieder Koks im Kofferraum gehabt, hä? Slowenien. Ah ne, die Slowakei. Slowakia. Du, warst du denn gestern bei dem COD-Event dabei? Also Carsten hat in den höchsten Tönen davon geschwärmt. Boah, ich sag mal, für denjenigen, der vielleicht zu dem Zeitpunkt COD daddeln wollte, war es alles andere als gut. Weil es gab nämlich nur noch diese eine Möglichkeit, dort praktisch die Aufgaben zu erfüllen und dann an diesem Event teilzunehmen. Du wolltest oder nicht, wenn du online warst, musstest du das. Du hattest aber gelesen, dass ich dir gesagt, dass ich dir geschickt hatte, dass ein größeres Update da ist. Wobei wir gestern Abend so ein bisschen der Ansicht waren, dass die eventuell einiges kaputt gepatcht haben mit diesem Update. Allerdings bin ich mir da noch nicht so sicher. Man müsste jetzt noch mal gucken, nachdem diese Eventgeschichte da vorbei ist. Ich hatte hier vorhin beim Installieren der, oder nach dem Installieren der ProMods 2.5.0, die übrigens auch heute rausgekommen sind, auch gewisse Anlaufschwierigkeiten. Weil Matti hat mir denn da unter die Arme gegriffen, wir sind denn die Mods nochmal Stück für Stück durchgegangen. Weil bei ProMods musst du immer ganz genau darauf achten, dass diese Mods an der richtigen Stelle im Mod-Ordner angezeigt werden. Von daher hat Matti dann nochmal mit drauf geguckt und dann sind wir Stück für Stück durchgegangen und dann habe ich die Fehler auch zum Glück sehr schnell gefunden und dann funktionierte es auch, wie du jetzt siehst. Hier gibt es übrigens wieder, hatte ich vorhin schon erwähnt, schlechte, teure Fotos. Also die Fotografen müsste man eigentlich verklagen. Für das, was die haben wollen, ist die Qualität UAS sozusagen. Unter aller Sau.
Ja, das lief super schnell. Kann ich nur bestätigen. Das muss aber am, ich glaube, Montagabend schon da gewesen sein. Carsten erzählte mir nämlich, er hat es am Montagabend schon gemacht. Er rief mich aber an, weil ich am Dienstag was wegen seines Accounts machen sollte bei COD. Da sollte ich was prüfen. Und ich habe mich dann angemeldet und habe festgestellt, oh, Update. Das ging dann aber auch wie's Brezelbacken, zum Glück. Na toll. Alle Beschränkungen aufgehoben und jetzt zeige ich da 50 an. Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Matti, ich stelle mir gerade vor, wir würden diese Touren mit dem Ural machen. Biege nach links ab. Oh. Hätten wir uns jetzt an. Doch, ankommen würden wir. Ich glaube auch gar nicht mal so viel später, weil die 80 läuft da ja. Aber wäre schon eine andere Lautstärkenkategorie. Oha, hier geht's heiß her, Jungs. Toto? Wenn du irgendwann mal Zeit und Lust hast, würde ich dich einfach mal bitten, schau dir mal den ETS-Stream vom letzten Donnerstag an, weil das war ETS-klassisch, und dann den von heute. Einmal der, der jetzt schon durch ist und jetzt der auch gerade läuft. Wir hören ja eigentlich beide zusammen. Das ist ProMods. Und schau dir das mal an, auch in Bezug auf die Unterschiede in der Landschaft. Bin nach wie vor von den ProMods immer noch hellauf begeistert.
Hast du dich wieder mit dem Nightbot angelegt, Toto? Ist es definitiv, Jens. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, gucke da oben, ein Ballon. Zum Sundowning unterwegs. Er hat vorhin hier schon gestanden und die Steuergelder verschwendet. Jens, war das früher schon mit Kirchenglocken, die du am hörst? Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Du hast doch wohl auch Pinsel rein hier gesoffen. Nimm diese Ausfahrt. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich sollte nur nach rechts wegfahren, nicht bremsen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Fahrt ihr Bratzköppe nun mal weiter.
deine Tour nochmal? Bitte, was sagtest du, Matti? Wohin deine Tour geht? Nach Landsberg an der Warte. Landsberg an der Warte? Ja. Was auch anders ist, die Tankstellen haben reguläre Namen. Also in Deutschland? Nee, in Polen. Ach, in Polen. Oh, lucky, Landi. Ja. Oh, lucky. Mir auch real. Landsberg an der Warte hat eine der erfolgreichsten polnischen Speedway-Mannschaften. Prost. Ja, nee, kleiner Jens. Detlef muss noch nicht schlafen, aber ein Jensi muss schlafen. Die Tankstelle wurde automatisch erkannt und wird mit einem Preis von 1,20 Euro pro Liter abgerechnet. Du hast 426 Liter getankt und deiner Spedition wurden 513 Euro in Rechnung gestellt. Ah, so. Was, Jens will schon im Bett? Ja, mach das. Nimm's Tablet mit, kannst du weitergucken. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Sehr schön Wetter, wie man mal in anderen Aussichten hier. Sieht man noch ein bisschen mehr.
Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Java ist noch am LKW. Was für ein Updater? Ich hab gesagt, du bist am LKW fahren. Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Komischen Busfahrer, den haben wir erstmal überholt. Nochmal komischer Busfahrer, ey. Komisch, komischer Busfahrer. Immer geradeaus. Busfahrer sind die besten. Noch nicht mal, wenn sie schlafen. Genau wie bei dir. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Nicholas Rott. Ja, und wir sind noch knapp 6 Spielstunden unterwegs, bis wir am Ziel angekommen sind. Was auf der Karte eigentlich gar nicht so weit aus, fand ich. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte links halten. Pastorama. Macht nicht müd, aber Lama.
Yelanagora, da hatten wir vorhin schon mal so eine Anzeige. Und da müssen wir diesmal auch dann in Richtung Yelanagora fahren, weil sonst wird das mit Landsberg an der Warte nämlich nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jo. Jens, hattest du das mitgekriegt, ja? Morgen Abend, wenn du möchtest, stellen wir dem Wild nach. Immer geradeaus. Matti hat schon dankend abgelehnt, der schäkert lieber mit den Mädels im Bus. Was sagtest du gerade, Matti? War nur meine Mutter gerade. Ach so. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, die Straße ist wirklich sehr hübsch angelegt, Jens. Was haben wir denn wieder für ein Glück? Der Zug kommt. Oha. Na, ein Glück, dass wir schnell genug weg waren, sonst wären wir gleich nochmal stehen geblieben. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Und Jens, die Felder hier, guck mal da links, das schöne Getreidefeld im Berg. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da war es wieder, komischer Busfahrer. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber ich muss sagen, bei dieser interessanten Fahrerei hier, ach, guck mal, der hat sein Rohr ausgefahren, Jens. Nee, aber bei dieser interessanten Fahrerei hier, da vergeht die Zeit wie im Flug. Wir haben nur noch anderthalb Stunden Fahrzeit und wir sind angekommen. Ja, okay, Jens, machen wir das anders da. Du kommst mit dem Schlepper und ich fahr den Mähdrescher. Da bist du im falschen Spiel. Du warst doch gerade eben gezeigt, einen Mähdrescher auf dem Feld. Nee. Aber Jens, ich habe noch eine bessere Idee. Kommst du meinen Bus putzen, dann passt das. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich meine, in den ProMod 2.5.0 haben sie viel bearbeitet. Ja, es hat ja auch verhältnismäßig lange gedauert, bis sie denn draußen waren. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert, was man da wieder alles gemacht hat. Gut, würde mich zwar mal in Deutschland interessieren, was da Neues ist. Ja, so weit sind wir ja nie weg. Landsberg an der Warthe ist ja nicht allzu weit von der deutschen Grenze entfernt. Jetzt weiß ich auch wieder, wie das auf Polnisch heißt. Gorzów Wikipolski.
Ist er? Miasto Gorzow. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Geradeaus würde es übrigens nach Swinemünde gehen. Und nach Pita. In Pita wohnt da bestimmt der Pita Gyros. Ist der, der sagt, mit Tzatziki im Essen kannst du flirten vergessen. Das ist der berühmt-berüchtigte Satz des Pita Gyros. An die Holzwürmer. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wenn die linke Spur steht, dann muss er warten, bis frei ist, bis er rechts rüber kann. Sag mal. Wisst ihr, hier steht's jetzt ja auf dem Navi, immer die Landsberg an der Warze. An der Warte. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bis dann rechts sieht nach Stettin. Biege nach rechts ab. Hier endet es. Frage ich mich jetzt, was suchen Autos eigentlich auf dem Gelände einer Brauerei? Oder einer Getränkeabfüllanlage? Ja, guck an.
Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Gerade auch noch mal an den Kühlschrank gehen, meine Lieben. Weil ohne Getränk geht's nicht weiter, habe ich gerade beschlossen. Ganz demokratisch. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal.
So, da ist er wieder. 21.46 Uhr, falls irgendjemand von euch die Uhr im Auge behalten muss. Gleich geht es weiter mit der nächsten Tour. Wir sind im Moment in Polen, in Landsberg an der Warte. Mal eben gerade meine Tour abrechnen. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Jo. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. So, wir sind in Landsberg an der Warte. Kanten. Skopje auch. Natürlich. Ja, Matti, möchtest du denn, dass ich nach Bremerhaven fahre, damit du mal gucken kannst, ein bisschen Deutschland? Sonst würde ich nämlich in Polen bleiben und hier ein paar Computerprozessoren durch die Gegend kutschieren. Du kannst auch gern jetzt noch nach Polen weiter reinfahren. Ich werde sowieso nicht lange mehr bleiben heute. Du klingst, als wenn du eine Schnoddernase hast, wenn ich das mal so sagen darf. Fahrt ich habe mir die Nase gerade zugehalten. Route neu berechnen. Achso. Was hier pupst. Ii, war das Ferkel. Bin anständig. Ja, also hast du anständig gepupst. Du sollst jetzt gegen den Stapler fahren. Hab ich nicht. Ich habe ja eine Bremse. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Bitte rechts halten. Das war eine schöne Fahrt. Okay, wir fahren los. Oh.
Zeit zu gehen. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst rechts abbiegen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Biege nach rechts ab. Und hier käme man dann nämlich auch nach Ilonagora. Da war es wieder. Andere Länder, andere Sitten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Heißt übrigens Berg. Ilonagora heißt übersetzt Grünberg. Ilonagora hat eine sehr erfolgreiche B2-Mannschaft in der polnischen Liga.
muss man dazu aber auch wissen. Speedway Sport hat in Polen bis heute einen höheren Rang als Fußball. Und wenn hier die großen Favoriten aufeinandertreffen, das wäre zum Beispiel die Mannschaft von Gorzow und die Falubas aus Zielonagowa, das ist so wie bei uns bei einem Fußballspiel. Mit Fangruppen und Ultras und hast du nicht gesehen. Aber vor einigen Jahren mal so ein eine Übertragung im polnischen Fernsehen live gesehen und hatte meinem Sohn noch Bescheid gesagt. Hab gesagt, du, da wird Speedway übertragen. Haltet da ein. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und zwar genau als man so mal in Richtung, nein, wir können nicht rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Befürchtet. Drüben kommen wir auch nicht raus. Okay, lass uns eine neue Route finden. Er schaltete genau in dem Moment ein, wo man mit dem Kamera, mit der Kamera über die Fanränge winkte. Sagte er zu mir, sagte, Papa, willst du mir noch die Schippe nehmen? Das ist doch Fußball. Sag, na denn, warte mal. Bei 3 Minuten wurde die Bahn eingeblendet und das erste Rennen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist definitiv so. Da gibt es Fankulturen beim Speedway-Sport in Polen, die sind mit unserer Fankultur beim Fußball. Teilweise genauso krass. Also am Rand. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was ist denn? 22 Uhr Möpse rauf, ne? Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und es fängt an zu regnen. Das hatten wir auch noch nicht. Bitte. Hi. Für die vielleicht etwas später dazu gekommen sind. Wir sind unterwegs Euro Truck Simulator 2. Und zwar mit den heute erschienenen ProMods 2.5.0. Wir fahren im Moment ein bisschen Computerprozessoren durch Polen. Immer geradeaus. Doch wohl. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, auf dem TS bin ich für heute raus. Alles klar, Matti? Lobgoat. Jo, man hört sich, ne? Jo, lass sie nicht eiern, moin. Oh, nö. Lass die Mädels in Ruhe. Ja, ja. So, bis dann, ne? Jo, bis dann.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein recht imposantes Brückenbauwerk, wie ich finde. Und wir sind auch mal wieder auf einem Teil der Karte unterwegs, wo ich noch nicht gefahren bin. Das seht ihr unten rechts, das Graue wird gelb. Fahren ungefähr Richtung Osten, weil wir fahren der Sonne entgegen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, und wie gesagt, merkt euch schon mal vor für morgen Samstag. Morgen auch wieder ungefähr 19, 19.30 Uhr, je nachdem wie das zeitlich bei mir hinkommt, geht's mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Wald und Flur mit The Hunter. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, es hängt davon ab, ob irgendjemand meiner, nenne es jetzt mal, Spielkameraden aus den letzten Wochen mit dazukommt, ob wir The Hunter Classic oder sollte ich wieder alleine sein.
Dann gibt es definitiv eine Runde bei Hunter Classic. Nur alleine schon aus dem Grunde, da es heute ein größeres Update kommt. Und ansonsten sollte einer dazustoßen und sagen, ach komm, lass uns mal gemeinsam durch den Wald. Dann nehmen wir The Hunter Call of the Wild. Aber gehuntert wird auf alle Fälle. Ansonsten Samstag natürlich ab 9.30 Uhr spätestens AES American Truck Simulator. Da schauen wir dann auch mal, wo uns die Reifen hintragen. Der Jens hat sich gerade zu Wort gemeldet. Jo Jens, Schloppgoat. Wir hören uns, lesen uns. Muss mal gucken, also ich gehe mal fest davon aus, ich werde auch nicht mehr allzu alt werden jetzt. Oh, guck mal, schon wieder ein Restaurant zur Goldenen Möwe. War ja sogar. Immer geradeaus. Bitte links halten. Hier geht's nach Lodz. Da
wo ein gewisser Theo immer hin. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Danzig Warschau. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und Luten weg? Was? Nee, Jung Heinrich. Kabelstapel. Flurfördergeräte. Bitte rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kilometer sind es noch bis zum Zielort. Wieder Ballonfahrer, Sunrising.
Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Also wie gesagt, das hier, also diese Industriegebiete, ist definitiv auch anders als im normalen ETS 2. In Promods, da gibt es eben dieses schwedische Möbelhaus oder diese Baumarktkette oder das Restaurant zur Goldenen Möwe. Die heißen da eben. Und auch die Tankstellen haben halt die Namen, die sie in der Realität haben. Guten Abend, Stefan. Herzlich willkommen hier, ETS mit Promods 2.5.0 hier heute Abend. Ja, darum. Vor allen Dingen, es passte recht gut. Ich habe vorhin gesehen, die sind rausgekommen. Habe ich sie mir gleich besorgt und auch reingepackt und habe gesagt, okay, hast du für heute Abend gleich ein kleines Schmankerl mit dabei. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und kannst dann gleich mit Promods fahren. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten.
Wieso musst du noch warten? Läuft der Download noch? Ja, ich glaube, dass der Multiplayer wieder funktioniert. Da warten einige Leute drauf. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Wir sind heile angekommen. So. Bauen. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Genau so. Darauf habe ich nämlich gewartet. Wenn er erfolgreich beendet wird, kann ich ihn auch erfolgreich abrechnen. Und ich müsste mal auf die Karte gucken, weil ich glaube mal, wir sollten die Kiste mal in der Werkstatt checken lassen. War aus dem ganz einfachen Grund, das haben wir, solange wir heute unterwegs sind, noch nicht einmal getan. Los. Dann wird's, glaube ich, Zeit. Biege nach rechts ab. Nun müssen wir so oder so in der Werkstatt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Jo, Stefan, alles klar, bis gleich. Nimm diese Ausfahrt.
Bitte rechts halten. Endlich, wir sind da. Jo, da ist nichts weiter zu machen. Und dann wollen wir mal schauen. Hat Auftrag gemacht. Ach ey. Ist mir ein bisschen heftig. Oh, Po auch. Jawohl, das wäre jetzt wieder ein Auftrag für unseren Matti. Ziegenkäse nach Bobolice in Polen. Fahrt vorsichtig. Biege nach links ab. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Neu berechnen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Kein Problem, ich finde eine neue Route. Die Kehrtwende werde ich gleich machen. Aber erst nachdem ich ihm ein bisschen Geld ausgegeben habe.
Neu berechnen. Route neu berechnen. Die Tankstelle wurde automatisch erkannt und wird mit einem Preis von 1,02 € pro Liter abgerechnet. Genau so ist das nämlich. Du hast 417 Liter getankt und deiner Spedition wurden 425 € in Rechnung gestellt. Ja, auch das ist Promods und das sind auch wieder so Kleinigkeiten, wo ich sage, das macht das Ganze noch realistischer. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Es ist vorbei. Auf geht's. Oh.
Lass uns loslegen. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Biege nach rechts ab. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Moin Robert, herzlich willkommen. Gerade mal. Gerade eine Festung gelöst vom Lenkrad. Nimm diese Ausfahrt. Für dich einfach die Info unterwegs ETS mit ProMods 2.50. Heute erschienen. Ja, die haben viel gemacht, bin ich der Meinung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst rechts abbiegen. Zweite Tour, die ich heute gemacht habe, bin ich bis in die Ukraine gekommen. Biege nach rechts ab. Da haben sie so einiges mit drin. Davon aus, bevor ich am Ziel angekommen bin, muss ich eh noch mal ein Päuschen machen. Dann kann ich das auf der Karte auch gerne noch mal zeigen. Da ist eigentlich schon eine ganze Menge. Es ist zwar immer nur direktes Grenzgebiet Ukraine, aber da gibt es einige Möglichkeiten.
Luke fängt schon wieder an zu regnen. Immer geradeaus. Ich würde mal sagen, welcome back, Stefan. Wenn ich es jetzt hier so aus dem Augenwinkel richtig sehe. Immer geradeaus. Jo, alles klar, Robert, Schlopgoat. Wir hören und lesen uns. Muss mal schauen, ich habe schon angesagt, also für morgen Abend ist wieder angesagt, eine Runde Jagen. Also The Hunter Classic oder The Hunter Call of the Wild. Und für Samstag früh ab ca. 9.30 Uhr ist dann ATS, American Truck Simulator, angesagt. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir Samstagabend wieder die Silbershusum angehen wollen, natürlich bin ich gerne mit dabei. Ja, am Samstag bin ich jetzt dann die dritte Woche in Folge. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Zu Gast bei der Langohren GBR. Und zwar im LS17, da sind wir auf der Silbershusum unterwegs. Das ist so aus einer recht spontanen Laune der Langohren entstanden und beim ersten Einsatz hatte ich den Stream auch nicht mit an, aber letzte Woche lief er mit und wenn wir es jetzt am Samstag wieder machen werden, dann werde ich sicherlich auch wieder mit dabei sein, so wie es im Moment aussieht.
Zumal ich auch gehört habe, dass die Sibbershusum jetzt mittlerweile in der Entwicklung ist für die 19er. Bitte rechts halten. Und ich sag mal, das ist sowieso eine Region, die mir sehr zusagt, wo ich schon viel Urlaube verbracht habe. Rechts halten. Und von daher fühle ich mich da eigentlich auch immer ganz wohl. Ich hatte sie bisher im 17er auch nicht angepasst. Aber ansonsten könnte ich aus dem 17er über 3000 Stunden nordfriesische Marsch aufwarten. Und von daher kannst du dir also vorstellen, dass ich mich in solchen Regionen immer sehr wohl fühle. Wobei es bei der NF Marsch noch andere Gründe gibt, warum ich die so lange so gerne gespielt habe. Im 19er habe ich mir die Marsch neulich schon mal runtergeladen. Ich habe sie mir aber noch nicht angesehen. Ich bin im 19er eigentlich im Moment eher auf der Saxonia unterwegs, die mir vom Großen und Ganzen ähnlich gut gefällt wie die nordfriesische Marsch. Bin eher so... Ja, ich weiß, dass ich eine Parkmöglichkeit brauche. Mein lieber Navi, ich bin eher so der Freund, der sicherlich zum einen der Landwirtschaft, ja, das soll alles funktionieren und hast du nicht gesehen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, möglichst viele Produkte selber zu produzieren und dadurch entsprechend Geld zu sparen oder gegebenenfalls auch gut Geld zu bekommen, weil ich Dinge verkaufen kann, ist mir das eigentlich mindestens genauso wichtig, wenn es dann so sauber funktioniert. Okay, lass uns eine neue Route finden. So. Ja, nur weiß ich gar nicht. Ist der Robert schon weg oder ist er noch da? Okay. Machen wir mal weiter. Geschwindigkeitsbegrenzung.
Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Bütgosch. Biege nach links ab. Och, Deutsch-Bromberg. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
immer geradeaus. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Der Bus war eigentlich verhältnismäßig reell. Firma Sindbad, ein Fernbusunternehmen aus Polen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Finfin-Unterstrich bastelt nun mit. Blockbastler Gaming sagt herzlich willkommen. Finfin, herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Follow. Fühl dich wie zu Hause, benimm dich bitte nicht so und lass die Schuhe an. Wenn du was trinken möchtest, in der Küche stehen die Getränke.
Beim Kalten greift zum Kaffee und wenn du was Warmes möchtest, ist auch Bier da. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Warum das denn? Impfen, warum hast du dich da erschrocken? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Neue Route finden. Ilse, manchmal bist du so doof. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das wird eine Hausnummer hier. Thank you.
Sollte das auch passen. Na toll, die Anzeige, das hört sich. Kommt, wenn du eingeparkt hast. Ganz toll. Ich glaube nicht. Nee, die ist nicht von Tippy Stream. Die ist ganz normal von Streamlabs. Motor zeige ich dir gerne. Das ist kein Geheimnis. Moment. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Jetzt ist er weg, ist mir egal. Jetzt ist er weg, ist mir egal. Im Prinzip normaler Scania V8 Motor mit 630 PS. Ja, das ist aber nicht der Motor, das ist eigentlich der Auspuff. Der ist eben nicht serienmäßig, das ist eine Mod. Ich habe lange Zeit ETS gespielt ohne Soundmods für die LKWs. Dann kam der Update auf die 1.3.7, wo man ja eine neue Sound Engine benutzt hat, die sicherlich sehr, sehr gut ist und die auch verdammt viel kann. Leider hat man aber die LKW-Sounds dabei ein bisschen vergessen. Die ganzen LKWs, egal welche Marke, klangen regelrecht wie hohle Bassgeigen. Und auf aus diesem Grund ist jetzt für mich klar gewesen, da muss soundmäßig was gemacht werden. Das ist mittlerweile das zweite Ergebnis. Ich hatte vorher noch eine etwas andere, der klang auch nicht schlecht. Die ist aber jetzt für den letzten Update schon nicht mehr kompatibel. Und daraufhin bin ich auf die Suche gegangen, bin auf diese hier gestoßen und finde die eigentlich sehr passend, zumal es so einen Sound für diesen V8 von Scania auch wirklich gibt. So, gucken wir mal. Darlin, Naugard. Aber ich gucke mal auf die Uhr. Das sagt mir eigentlich was ganz anderes. Das sagt mir nämlich, dass ich mich jetzt von euch verabschieden werde. Ich gehöre nämlich zur arbeitenden Bevölkerung und werde da morgen auch nochmal entsprechend tätig werden müssen. Von daher hoffe ich, ihr habt hier ein paar kurzweilige Stunden gehabt. Ich gebe gerne auch noch mal einen kurzen Hinweis zum Programm vom Wochenende. Zumindest das, was geplant ist. Da gibt es definitiv morgen Abend eine kleine Runde Hunter. In welcher Variante wir huntern werden, ist wie gesagt offen. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann werde ich sicherlich Hunter Classic spielen. In allen anderen Fällen gibt es dann Hunter Call of the Wild. Samstag dann ab 9.30 Uhr American Truck Simulator. Und am Samstagabend das ist wohl auch schon so gut wie sicher, das hatte mir der Robert gerade noch gesagt. Samstag dann
Zu Gast bei der Langohren GbR zu einer Runde LS17 auf der Sibbershusum. So, und damit euch nicht langweilig wird, wird es auch am Sonntag noch was geben. Allerdings lasse ich mir da im Moment noch vollkommen offen, mit was ich euch da beglücken werde. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, schlaft gut, träumt was Feines und ich hoffe mal, wir sehen uns morgen Abend wieder. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord, von daher lasst ein Follow da oder wenn ihr sogar der Meinung seid, das ist hier alles ganz toll und ihr möchtet mich und meinen Kanal ein bisschen unterstützen, nutzt einen von den Links im Chat. Das ist ein G29 mit Schaltkarkasse und Pedalerie. Nacht, Toto, wir hören und lesen uns, ne? Ja, und ich sag dann jetzt auch gute Nacht und bis morgen Abend, hoffentlich. Tschüss.